Sich ein eigenes geiles Messerkit zusammenstellen, richtig schön ein paar Tipps bekommen und einfach ein bisschen gepflegt über Messer an sich reden. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und ich habe ein bisschen gebastelt zu Hause. Ja, ich habe gebastelt. Und zwar habe ich mir ein Messerkit mehr oder weniger zusammengestellt und ein bisschen daran zusammengebastelt, je nachdem, wie ich das am liebsten haben wollte. Und genau das hier ist dabei rausgekommen. Einmal, damit wir wissen, worüber wir reden, gehen wir kurz in die Nahansicht. Ja, genau. Und das ist mein Messerkit. Die, die meinen Kanal länger verfolgen, wissen, dass das hier, das Grundding, also dieses Messer in der Kydex-Scheide, ein von mir selbst gemachtes Messer, natürlich mit Unterstützung des Schmiedes ist, das ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder anderthalb in der Schweiz gemacht habe. Das stelle ich einmal noch mal ganz kurz vor. Wir haben D2-Stahl, also sehr träg rostenden, sehr harten Stahl, sehr schnitthaltig, finde ich gut. Wir haben eine sehr spitz zulaufende Klinge und auch einen angedeuteten, geschärften Rücken, damit man so ein bisschen eine kleine Dolchform bekommt, ohne einen richtigen Dolch zu haben. Denn ein richtiger Dolch ist natürlich verboten. Ja, das wissen wir. Man darf keine doppelt angeschärften Seiten haben, die symmetrisch sind. Ne? Das heißt, hier ist das nur so ein bisschen angedeutet, erfüllt aber trotzdem seinen Zweck. Und dieser Rücken hier, der ist auch schon von Haus aus so ein bisschen so, also er ist nicht komplett scharf, aber er ist schon so scharf, dass man damit Feuerstahl anreißen kann. Und der ganze Stahl an sich hat eine Dicke von 5,6 mm hier auf der Breite. Das ist schon ordentlich. Und unten haben wir einen kleinen schönen Flachschliff, der auch ganz gut ausgeschliffen worden ist. Hier unten haben wir 2 Löcher. Da kann man zum Beispiel Paracord dran machen, um vielleicht einen Speer draus zu machen oder um sich einen besseren Fangschutz zu bauen etc. Und dann haben wir hier ein G10 Holzverbundmaterial. Da sind sozusagen mehrere Schichten übereinander gemacht worden und dadurch, dass man dann das stärker abgeschliffen hat, kam sozusagen immer die untere Schicht zum Sehen. Das bedeutet, man hat hier so ein bisschen so einen Holzlook, so einen masrigen Holzlook, das finde ich sehr, sehr geil. Dann hier 3 Schrauben schön verschraubt und hinten ein schönes Schlagende offen gelassen mit auch nochmal ein Band oder beziehungsweise ein Loch für ein Paracord drin. Die Scheide selber ist eine einfache schwarze Kydex-Scheide, genietet ohne Löcher. Ne? Und hier hinten haben wir dann ein Gurtband dran, das nochmal vernäht worden ist. Eine schön breite Gürtelschlaufe. Das war sozusagen das Ausgangsmaterial. Und jetzt erzähle ich euch mal, was ich an meinem Messerkit gemacht habe. Und gebe euch vielleicht auch ein paar Tipps oder einfach nur Inspiration, wie ihr das mit euer machen könnt. Fangen wir oben an. Ich habe durch das Gurtband einfach nur einen Karabiner durchgemacht. Das ist nichts Besonderes, aber es macht es so sehr viel einfacher, es an die Hose ranzumachen, an eine Gürtelschlaufe durchzuziehen, ja, und dann einfach wieder abzunehmen und so weiter und so fort. Muss man nicht machen, weil die Schlaufe hier reicht auch dicke für einen Gürtel, aber so finde ich das angenehmer und es hängt noch ein bisschen tiefer. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn das Messer sehr tief sitzt, dann komme ich da gut ran mit meinen langen Armen. Hinten habe ich ein Paracord Band einfach durchgemacht, dann mit einer schönen Schlaufe hinten und dann angezündet, also sozusagen geschmolzen. Man sieht das hier ein bisschen, hier ist es flacher und so weiter, ne? Dass hinten einfach ein Abschluss ist, damit das nicht wieder aufgeht. Die Länge von dieser Schlaufe habe ich genau so abgemessen, dass ich gerade so mit der Hand durchkomme, ne? Dass ich schon ein bisschen schlüpfen muss, damit ich eine richtig gute Fangschlaufe hinten habe. Und vor allen Dingen, weil der Griff so lang ist. Ne? Also ihr seht es hier, selbst so mit meiner kompletten Hand bleibt hinten noch was über und oben noch was über. Also ein bisschen wie so ein kleines Schwert. Kann man das Ding auch so schön hinten anfassen mit dieser Fangschlaufe zusammen und kann so richtig schön hacken, ohne sich dabei Gedanken machen zu müssen, dass vielleicht irgendwas ja, abrutscht oder sonst irgendwas. Und dann kann man richtig schön die ganze Länge und die ganze Schlagwucht sozusagen benutzen, wenn man ein bisschen was hacken will mit dem Messer, wofür es auch durchaus gedacht ist. Das waren die ersten 2 Modifikationen sozusagen. Dann ein Pouch habe ich vorne drauf gemacht. Sehr unelegant, ehrlich gesagt. Man sieht es ja hier hinten. Das ist alles vollgeklebt mit schwarzem Panzertape, Gewebeklebeband, wie auch immer ihr es nennen wollt. Das Ganze ist dann fixiert. Wir sehen hier,
Das hat oben und unten jeweils zwei so Schlaufen, damit man das um was Dünneres rummachen kann und hinten verkletten kann sozusagen. Das hier treffen die beiden sich sozusagen, aber sie reichen nicht mehr in der Länge, um sich wirklich gegenseitig zu kletten um das Ding, um die Scheide rum. Das heißt, ich habe das alles fixiert hier hinten mit Panzertape, sodass das Ding hier hinten zwar ein bisschen Spiel hat, aber trotzdem bombenfest drauf sitzt. Was ist das für ein Pouch? Das ist ein Pouch von One Tigris, ist aber relativ egal, welchen ihr nehmt. Ja, es gibt da die verschiedensten. Es gibt noch einen teureren von, ich glaube, Maxpedition. Es gibt günstige von der Armee, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt, was euch in eurem Pack-Sinne am besten vorkommt. Bei mir war es die One Tigris Variante. Das ist eigentlich so eine Art Magazintasche. Hier vorne haben wir ein Klett. Dann kommen wir innen an ein schön großes Fach. Und hier habe ich mir Zundermaterial reingepackt. Das heißt, das ist jetzt hier Holzwolle in Wachs getränkt. Ich glaube, ich werde aber ein dickes Stück Kienspan da bald reintun, weil das Ding, das rutscht immer weiter rein und dann muss ich es von der anderen Seite wieder rausschieben. Das ist nicht ganz so praktisch, finde ich. Das heißt, ja, so ein Klotz Kienspan und dann am besten so lang, den packe ich da dann demnächst schön rein. Und dann habe ich immer was dabei, vor allen Dingen, weil Kienspan auch ergiebiger ist als Holzwolle, die mit Wachs getränkt worden ist. Da kann man besser ein bisschen was abschaben. Und hier, ja, da muss man ein bisschen gucken. Klar kann ich das auch teilen, sozusagen vierteln und dann auch damit besser Feuer machen, als gleich so ein ganzes Ding zu benutzen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, was man da lieber hätte, weil man kann natürlich dieses Fach dann auch zum Beispiel mit einem Wasserfilter füllen, habe ich auch schon überlegt, weil das Allerwichtigste in der Survival-Situation ist mit Wasser, ne? Also Feuer ist auch wichtig, ne, für die Wärme, aber sagen wir mal, du bist im Sommer irgendwo unterwegs, dann ist das Wasser wichtiger und dann ist es vielleicht wichtiger, Wasser zu filtern und dann kannst du hier besser einen Wasserfilter oder so reintun. Das Ganze schön mit Klett, die ganzen Schlaufen außen dran habe ich noch nicht abgemacht, aber wahrscheinlich werde ich die irgendwann abmachen. Ja, die stören ehrlich gesagt so, hier oben ist eine Schlaufe, da unten sind zwei Schlaufen, die hier werde ich dran lassen, ne, damit man das auf und zuziehen kann. Oder man macht hier noch was durch die Schlaufen durch. Man kann da ja im Prinzip noch was Dickes durchstecken. Ich muss mal gucken. Ne? Da, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, was man dann hier unten noch so durchschieben könnte. Irgendwie durch die Schlaufe, die sich da befestigen könnte oder sonst irgendwas in der Richtung. Da gibt es bestimmt auch noch mal viele Ideen, dass man da noch mal was extra anbringen kann. Was haben wir noch an dem Pouch, sozusagen an dem ganzen Messerkit dran? Hier ist meine Lieblingstaschenlampe dran. Das nervt mich ein bisschen, dass die jetzt hier dran ist. Ich werde mir wahrscheinlich noch zwei, drei Stück davon besorgen. Das ist eine U-Torch. Das ist einfach eine Doppel-A-Lampe, die noch ein Strobo hat und ansonsten drei Lichtmodi, das relativ lange hält. Meistens braucht man nur den Low, der hat einen kleinen Clip, sodass man das hier schön einschieben kann. Das hält hier bombenfest drin, wenn man es dann richtig eingeschoben hat. So. Und dann ist alles super. Und dann hat man immer eine Taschenlampe nochmal dran am Messerkit. Kann einfach einmal so rechts runtergreifen, Taschenlampe raus, zack, leuchten. Alles ist super. Und Licht ist sehr wichtig, wenn man abends unterwegs ist. Es wird vielleicht schnell dunkel auch mal im Wald. Und dann möchte man den Weg schon sehen können. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Pouch habe ich nochmal eine kleine Bastelei gemacht, die jetzt vielleicht in der Farbgebung gerade nicht so super ist. Und zwar siehst du hier nur ein grünes Band sozusagen mit einem weißen Clip oben und darunter ist ein Feuerstahl dran. Ja, können das hier einmal so hochziehen. Zack. Und dann haben wir hier den Feuerstahl raus. Wie habe ich das mit dem Feuerstahl gemacht? Das ist tatsächlich das Restgummiband sozusagen von einem Schnellschnürsenkelschuhsystem. Also ich benutze gerne bei Alltagsschuhen mittlerweile solche dehnbaren Schnürsenkel, die hinten dann so verklipst sind und die dann noch irgendwo so einen Stopper haben, den man verstellen kann, damit man die Enge verstellen kann. Das ist für absolut richtige Wanderschuhe nicht die beste Idee, aber für Alltagsschuhe ist das absolut tauglich. Und hier habe ich das halt so gemacht, das ist ein kleiner Feuerstahl, hier habe ich dann hinten durchgebohrt, ne? Das wäre eigentlich eine Notpfeife, die aber sowieso nur so halb gut funktioniert. Dann habe ich hier das Band durchgezogen und dann kann man das so halt schön einklemmen, ne? Das funktioniert ganz wunderbar. Ich bin ganz glücklich, dass mir das so eingefallen ist und dass ich solche Reste noch über hatte. Ne? Man muss sowas ja auch nicht immer wegschmeißen, sondern durchaus kann man mit den ein oder anderen Resten immer noch handwerklich ein bisschen was anstellen. Das war aber tatsächlich immer noch nicht alles. Das waren die ganzen kleinen Gadgets, die ich da mittlerweile dran habe. Ich überlege noch, was man da sonst noch so machen könnte. Wie gesagt, hier unten an der Schlaufe vielleicht nochmal irgendwas mit Kopfschmerztabletten und Wasserreinigungstabletten ranmachen. Das könnte nochmal ganz sinnig sein.
Was ich aber auch noch gemacht habe, ist die Kydex-Scheide ein bisschen reparieren. Und da habe ich mich auf Neuland, für mich Neuland gewagt. Und zwar vernieten, weil man das relativ einfach selber machen kann. Ich habe mir ein 10-Euro-Set besorgt. Da sind irgendwie so 50 Nieten und so kleine Hämmerchen und sowas drin. Ich verlinke euch das zur Not unten, wenn ich dran denke, mit dem man ganz einfach nachnieten selber kann. Diese Niete hier, die war vorher nicht drin. Deshalb sieht die auch so anders aus als zum Beispiel die Niete hier, die ja deutlich dunkler ist, ne? Die hier habe ich selber reingetrieben. Da habe ich einfach mit einem, ich glaube, 3 mm Bohrer schön ein Loch reingebohrt. Dann hat man sowas, was man unten hinlegt. Ich blende euch ja natürlich auch Videomaterial ein. Und dann haust du von oben die Niete sozusagen zusammen. Und dann quetscht sich das so doll zu, dass das hier komplett zusammenhält. Und dann ist das Ganze nämlich auch deutlich schwergängiger als vorher wieder. Dann hält das auch vernünftig. Tja, so ein paar kleine Basteleien, die schon sehr viel Spaß machen können. Falls ihr eine Kydex-Scheide bearbeiten bzw. nacharbeiten wollt, bzw. allgemein so Plastikscheiden, könnt ihr das sehr einfach tun mit einem Heißluftföhn. Das habe ich schon mal bei einer anderen Scheide gemacht. Die gibt es für 15 bis 25 Euro von Mannesmann zum Beispiel draußen machen, weil geschmolzenes Plastik stinkt, aber das geht alles relativ gut und danach funktioniert die Kydex-Scheide wieder super. Tja, das ist mein neues, altes Messerkit. Viele kleine Sachen dabei, werden mit der Zeit bestimmt noch ein bisschen dazukommen. Und ja, das Ding ist völlig schwer. Ne? Also das ist jetzt nichts, was ich mit auf eine Trekkingtour nehme, aber das Messer ja an sich auch nicht. Das ist ja eigentlich auch gar nicht § 42a konform, weil ich glaube 17,5 cm oder 17,8 cm habe ich das lang gemacht. Das ist natürlich schon Klopper, ne? So dicker D2-Stahl und dann mit dem ganzen Bim-Bam dran und das wird noch mehr. Also das Ding ist für richtiges, mehrtägiges Bushcraften, Arbeiten, Campen. Natürlich auch ein bisschen im Survival-Gedanken, wenngleich natürlich in der Survival-Situation hast du ja nie so ein Ding dabei. Ne? Also normalerweise zumindest nicht. Aber immer, wenn ich draußen unterwegs bin, ein bisschen schlafe, nicht zu viel Strecke mache, wo mich das Gewicht behindern könnte, dann nehme ich das gerne her und habe das einfach dabei, auch weil es ein gutes Gefühl ist und natürlich auch, weil es ein Arbeitswerkzeug ist. Was anderes kann man gar nicht sagen. Tja, ich hoffe, das Video über mein Messerkit hat dir gefallen. Jetzt würde mich noch mal zwei Dinge interessieren. Einmal, was würdest du noch hier ran machen, damit ich noch ein paar Ideen von euch kriege, damit ich das Messerkit einfach noch cooler machen kann und natürlich Dinge, die man braucht. Ja, jetzt nichts allzu Albernes. Und ob du selber auch ein Messerkit hast und wo du darauf schwörst. Was siehst du denn als wichtig an? Oder findest du, ich habe hier irgendwo Kokolores gemacht? Dann darfst du es mir auch gerne mitteilen, natürlich auf freundliche Art. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchgucken für den langweiligen Nachmittag am Sonntag. Da findest du bestimmt was. Und in der Videobeschreibung wie immer alle Infos, die du nur irgendwie gebrauchen kannst. Und wenn du da mal nicht die Infos findest, die du gerne haben möchtest, dann frag mich in den Kommentaren, dann kann ich darauf antworten. Oder vielleicht jemand anders. Und dann wird das alles. Alles klar, ich sag bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.